Hallo liebe Mystery-Freunde, ihr seid ja hoffentlich treue Abonnenten meines Kanals oder liest auch mal auf meinem Blog fishinger-blog.de. Da veröffentliche ich ja immer mal wieder etwas über Studien, Untersuchungen oder so, was da gerade aktuell irgendwie veröffentlicht wurde oder herausgekommen ist. Und hin und wieder muss man sich dabei fragen, mit was befassen sich eigentlich die Wissenschaftler so in ihren Universitäten und Instituten? Denn wenn man teilweise solche Studien liest, da denkt man, mein Gott, haben die denn nichts Besseres zu tun? So denken wir das eben. So im Sinne, Hauptsache irgendetwas untersucht, irgendetwas studiert und irgendetwas publiziert. Aber es gibt ja auch immer wieder, naja, wie soll man sagen, Start-up-Unternehmen oder irgendwelche Projekte, die groß angekündigt werden, was man so alles realisieren will. Ich denke da jetzt spontan zum Beispiel an ein Weltraumhotel von Braun Space Station, wurde das zum Beispiel mal genannt. Ich hatte da vor einigen Jahren ein Video zu gemacht, ich blende euch das hier ein. Das müsste, wenn ich mich recht entsinne, eigentlich schon in knapp 4 Jahren eröffnet werden. Und wo ist diese Weltraumstation? Wo ist der Anfang davon? Irgendwo zu sehen. Dann gab es auch mal ein Projekt, habe ich auch mal ein Video zu gemacht, was ich euch hier auch einblenden werde, von einem Start-up-Unternehmen, das Spermien und Eizellen in so kleinen Satelliten in den Erdorbit schießen wollte. Weitere Entwicklungen dieser Start-up-Firma waren dann, dass eventuell später auch Kinder im Erdorbit gezeugt werden sollen und auch geboren werden sollen, ebenso als Vorbereitung für, naja, die Spezies Mensch, die quasi das Universum besiedeln soll. Das war, ich glaube, ein niederländisches Start-up-Unternehmen. Man hat da Großankündigungen verbreitet, Presseerklärungen etc., wunderschöne Bilder und Grafiken veröffentlicht, aber dann hörte man auch davon wieder nichts. Also oft fragt man sich, was ist denn da los? Aber wir wissen natürlich alle, unser Planet, wo ich gerade sagte, die Menschheit vielleicht irgendwann mal auswandern ins Universum, den Mars besiedeln oder ferne Exoplaneten, wer weiß das schon, ist natürlich die Erde ein sehr fragiler Planet. Unser Ökosystem ist sehr, naja, sehr fein abgestimmt und so etwas. Und es ist ja auch allseits bekannt, es sterben quasi tagtäglich Tausende von Pflanzenarten und Tierarten auf unsere Planeten aus. Und im Endeffekt ist ja grundsätzlich ganz klar auch die Menschheit hier auf diesem Planeten tagtäglich in Gefahr. Es kann immer passieren, dass wir uns gegenseitig ausrotten. Der Klassiker Atomkrieg. Natürlich werden da Menschen überleben, ist klar. Aber irgendwelche kosmischen Katastrophen, Seuchen, was es alles gibt, globale Erwärmung, Umweltzerstörung, alles Schwarzmalerei, aber eben real vorhanden. Und dann ist natürlich auch das reale Problem, vielleicht werden ja irgendwann unsere Grundnahrungsmittel, Weizen zum Beispiel oder so, irgendwie verseucht, wird irgendwie auf unserem Planeten aussterben, nach einer globalen Katastrophe zum Beispiel. Und so haben sich schlaue Köpfe schon vor vielen Jahren Gedanken gemacht, wie können wir die genetische Vielfalt unseres Planeten in Sachen Pflanzen und Tieren und natürlich auch Grundnahrungsmittel, Pflanzen, wie können wir das erhalten? Und dann, ja gut, wir müssen Sämereien, also den Samen dieser Pflanzen, den genetischen Code, den Genpool etc., aber auch von Tieren, müssen wir irgendwie bunkern, irgendwo in einem Tresor sicher lagern für Jahrhunderte in die Zukunft. Da können wir dann eventuell nach einer globalen Katastrophe wieder drauf zurückgreifen. Das hört sich alles nach Science Fiction an, ist aber tatsächlich schon in die Realität umgesetzt worden. Und zwar auf Spitzbergen. Das gehört also zu Norwegen. Da ist ein Tresor gebaut worden, ein weltweiter Samen-Semmereintresor. Ich zeige da mal so ein Bild, wie da so der Eingang ausgeht. Und diese Gendatenbank dort war so in den Jahren 2008, 9, 10, 11, 12 ein großer Hype. Und zwar gab es da ja diesen Weltuntergangshype in Sachen Maya-Kalender, Apokalypse, Dezember 2012 etc. Ich hatte da damals auch ein Buch drüber veröffentlicht. Ich blende mal das Cover ein. Ist eigentlich thematisch immer noch sehr aktuell. Aber da wurde auch immer wieder auf diesen Bunker da auf Spitzbergen verwiesen. Da hieß es, die Eliten, wer immer das dann immer genau sein mag, würden sich da einen Bunker bauen. Es würde auch eben das ganze Saatgut da schon eingelagert, weil eben die Apokalypse kommen wird. Was natürlich nicht geschehen ist, das wissen wir ja. Wir sitzen ja hier im Jahre 2021 immer noch und
ich mache Videos für euch und ihr schaut euch die an. Also alles ging gut. Aber diese Bunkeranlage gibt es, diesen Saatgut-Tresor. Es gibt auch andere Projekte, aber das ist so der bekannteste. Und da gab es jetzt vor einigen Jahren, vor 4 Jahren, also 2017, auch ein Problem. Und zwar aufgrund der globalen Erwärmung schmilzt natürlich das sogenannte ewige Eis natürlich auch und auch schneller. Und da, wo eigentlich immer Permafrost war, wo eigentlich ewiges Eis herrschte, schmilzt es auch. Und so drang auch Schmelzwasser in diesen Saatgutbunker ein. Also haben sich dann die Leute so Gedanken gemacht, und zwar von der Universität von Arizona, und zwar schon im März 2021 haben sie ein Projekt vorgeschlagen. Wir könnten ja diese ganze Sache einfach von unserem Planeten aussourcen, und zwar nach nebenan, auf dem Mond. Denn da gibt es keine globale Erwärmung, da gibt es keine geologische Aktivität, vielleicht ein bisschen halt nur so, aber da gibt es aber viele Tunnel, Stollen, Röhren, wie man sie nennen mag, Lavaröhren. Es wird angenommen, dass das Lavaröhren sind. Die gibt es ja auch bei uns, beste Beispiel Hawaii, die einige Dutzend oder 100 Meter in die Erde hineingehen. Und da haben sich dann diese Forscher damals ist gut, also im März 2021, Gedanken darüber gemacht, wir könnten ja dort so einen Saatguttresor errichten. Der ist auch vor Atomkriegen etc. alles geschützt, vor Asteroideneinschlägen natürlich nicht. Aber da würde man dann durch Roboter einen ganzen Tresor einrichten, und da wäre dieses Saatgut gelagert in Röhren, in Zylindern, 10 Meter Durchmesser, 25 Meter hoch. Roboter würden das alles verwalten, eine künstliche Intelligenz quasi. Es würden auch Labore da eingerichtet, dass quasi Astronauten, also Biologen als Astronaut dahin fliegen zum Mond und hin und wieder mal gucken, ist denn alles in Ordnung. Es wäre gleichzeitig natürlich auch vor kosmischer Strahlung geschützt. Der Mond hat ja keine Atmosphäre, kein Magnetfeld, so unter der Erde, und wäre eben auch vor diesen extremen Klimaschwankungen geschützt. So am Tage ist ja da, wo die Sonne hinscheint, auf dem Mond 100, 130 Grad, glaube ich, wird es dort heiß. In der Nacht minus 150 oder so etwas. Da würden dann Photovoltaikanlagen aufgebaut. Die sammeln eben die Sonnenenergie, speichern sie in Batterien, die können dann nachts auch die Energie abgeben, um eine konstante Temperatur da, nicht unterirdisch, untermondisch zu erhalten, um eben da einen riesengroßen Saatgutbunker für die Zukunft der Menschheit, für eventuelle Katastrophen etc. pp. Anzurichten. Das kostet natürlich alles eine Menge Geld. Man geht davon aus, dass allein mindestens 250 Raketenstarts, also Missionen zum Mond, notwendig sind, um allein das ganze Saatgut und das genetische Material dorthin zu bringen. Da kommt natürlich dann hinzu, dass man erstmal diese ganze Anlage da untermondisch bauen muss und hin und wieder ja auch mal wieder hinfliegen muss, um zu gucken, ist alles in Ordnung, läuft alles, ist der Roboter noch heile und so etwas. Also quasi die Hausmeister müssen ja auch regelmäßig da mal hinfliegen, die Betriebselektriker, um es so zu sagen. Und wenn ich mich recht entsinne, die Missionen, die internationale Weltraumstation errichtet haben, also eben die ISS, das waren knapp 40, so um die 40 Starts von Shuttlen und Raketen waren notwendig, bis sie so weit zusammengesetzt war, wie sie heute so um die Erde kreist. Und da ist eben die Rede davon, allein 250 Missionen nur, um das Material alles zum Mond zu bringen. Eine total spannende Idee eigentlich, klingt nach Science Fiction, und auch wenn es jetzt erst vor einigen Monaten eben von einem Team der Universität von Arizona da vorgeschlagen wurde, das ist natürlich schon lange mal im Gespräch, immer wieder kommt das mal raus oder kommt das mal hoch, das Thema, wir müssen irgendwie etwas auslagern auf dem Mond oder so, irgendwelche Datenbanken, quasi das ganze Wikipedia irgendwie so als Wissensspeicher, was immer das jetzt auch für ein Wissen genau ist, das in Wikipedia steht, anderes Thema, aber müsste man auslagern, vielleicht in irgendwelche Sonden oder so, oder eben auch die DNA des Menschen und so etwas. Uninteressant ist in Sachen Mond rückwärts gedacht oder anders gedacht. Er ist auch immer wieder in der Diskussion. Ich habe da auch eine ganze Reihe Videos zu gemacht zu diesem Thema, dass man da vielleicht tatsächlich Beweise für Leben außerhalb der Erde finden könnte, außerirdisches Leben, Mikroben oder so etwas, die mit Asteroiden da eingeschlagen sind, die vielleicht sogar extrasolaren Ursprungs sind, also von außerhalb unseres Sonnensystems, und um die Spekulation auf die Spitze
Spitze zu treiben, die allerdings ernsthafte Wissenschaftler ins Gespräch gebracht haben. Vielleicht findet man da sogar außerirdische Technologie. Irgendwelche Sonnen, die in den letzten 4,67 Milliarden Jahren da auf dem Mond abgestürzt sind oder wie alt der Mond jetzt auch immer genau ist. Aber das könnte man dann eben dort auch noch finden. Also der Mond ist immer wieder ein interessantes Thema, egal ob man da jetzt irgendwelche Maiskörner einlagern will oder eben außerirdische Raumschiffe suchen will. Ich finde sowas spannend, aber der Mond ist ja eben direkt vor der Haustür, 330.000 Kilometer oder so ist denn nur entfernt. Das ist immer wieder interessant. Gerne könnt ihr mir 1, 2, 3, 4 Daumen dafür hochgeben, ein Feedback hier unten drunter schreiben. Meint ihr, das ist sinnvoll, so etwas in Angriff zu nehmen? Und ihr müsst im Hinterkopf natürlich, bevor ihr kommentiert, auch bedenken, das kostet ja Millionen oder Milliarden von Dollars, Euros, Yen, was auch immer. Also ein Projekt für die ganze Menschheit alleine kann das niemand finanzieren. Aber ich denke mir, ja, das ist einfach nur wieder so eine Idee, die sich auch irgendwann wieder im Sande oder im Staub des Mondes verlaufen wird. Ich bin gespannt auf eure Feedbacks. Vergesst kein Abo, vielleicht auch ein Premium-Abo, wenn ihr mich unterstützen wollt. Dann sage ich mal tschüss, ihr lieben Lasianer. Bis zur nächsten Folge auf den Spuren des Unfassbaren. Euer Lars.